Ich bemale aktuell 1000 Punkte Orks. Und vielleicht kennt ihr noch diesen nicht angemalten Scrapjet. Ich habe mich dazu entschieden, ihn in meinem gewohnten Stil, also diesem sehr Silber-, Bronze- und vor allem Argrax-Earthshade-lastigen zu bemalen. Und wie ich das Ganze gemacht habe, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Kleiner Disclaimer, ich sammle und bemale die Figuren erst seit ungefähr 2 Monaten. Ich bin sehr frisch im Hobby. Hab dieses Farbschema irgendwie für mich entwickelt und mag das sehr. Feedback ist trotzdem wie immer sehr gerne gesehen. Ansonsten jetzt viel Spaß mit dem kleinen Commentary und vergiss nicht das Video mit... So, dann starten wir mal mit unserem Scrapjet. Wir sehen, der ist hier noch frisch zusammengebaut und den machen wir jetzt erstmal in Silber. Denn ihr wisst ja, die Fahrzeuge von meinen Orks sind so sehr in diesem Bronze, Silber, ein bisschen schwarz dran. Und in diesem Stil möchte ich auch meine anderen Fahrzeuge und sogar mein Ghastghoul Frucker machen. Und ich bin sehr gespannt, ja, wie das am Ende aussehen wird. Hier sehen wir nochmal mal Deathdread, ein bisschen mehr schwarz. Mal gucken, wie wir das bei dem hier machen werden. Und ja, das bedeutet, ich grundiere den jetzt erstmal. Und das Ganze mache ich tatsächlich mit Army Painter. Und zwar in der Farbe Gunmetal. So sieht das Ganze jetzt aus. Und wir werden dadurch eine relativ gute Metallic-Farbe drauf bekommen. Wir starten mal mit dem Schwarz und machen die Reifen und sowas ready. So, ich habe jetzt hier einige Flächen und dazu gehören natürlich auch die Räder oder hier oben ein paar Platten, bei den Raketen vorne etwas und auch hier vorne etwas in Schwarz gemacht mit der Speedpaint, hinten übrigens auch. Und ich muss sagen, mir gefällt die Kombination aus der silbernen Grundierung mit Grimblack Speedpaint echt erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Also das geht wirklich in die Richtung, wo ich das Ganze haben will. Und das wird wahrscheinlich auch das Modell von mir, ja, ich habe mich übrigens ein bisschen eingesaut, was mir persönlich am besten gefällt von meinem. Mag ich tatsächlich mehr als das Abaddon Black. Mal gucken, wie es aussieht, wenn am Ende noch Argrax drüber kommt. Ihr wisst ja, überall kommt Argrax drüber und noch ein bisschen Blut. Aber jetzt geht's weiter. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich einige Akzente rot machen werde. Auch hier diesen äußeren Ring. Ne? Ihr wisst ja, es handelt sich hier immer noch um Goffs. Nur halt in meinem eigenen Stil. Und mal gucken, was ich noch rot mache. Und ansonsten wisst ihr ja, kommt Balthasar Gold noch zum Einsatz. Das habe ich ja bei den ganzen anderen Modellen auch gemacht. Und dann haben wir am Ende ein relativ schönes Ding. So, die roten Akzente sind gesetzt. Wir sehen hier ein paar Schrauben. Hier hinten bei den Flügeln etwas. Auch der Schal des guten Boys ist rot und hier vorne das Teil. Ich persönlich mag diesen Look. Also dieses Slaughter Red ist echt nice. Ich bin gespannt, wie es am Ende noch aussieht, wenn Argrax drüber kommt. Aber ja, wie gesagt, das Ding gefällt mir bis jetzt echt gut. Und jetzt kommt die ganze Feinarbeit mit Balthasar Gold. Und dann freue ich mich schon, eine brandneue Argrax Earthshade anzubrechen. Natürlich den Ork, ne? Da machen wir die Jacke noch braun. Hier mit diesem braunen Ton und die Ork-Haut natürlich mit Ork-Skin. Und ja, dann mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ich glaube, das wird ganz cool. Wie gesagt, diese Speedpaint-Optik mag ich sehr gerne. So, die bronzenen Akzente sind gesetzt. Ich habe leider gesehen, dass sich das ein bisschen beißt tatsächlich. Also das Rot und dieses Bronzefarbene. Aber wir sind ja hier immer noch bei den Orks und das ist ja das Gute bei der Sache. Und bei den Orks, da passt irgendwie alles, selbst so zusammengewürfelte Sachen tatsächlich. Ich bin damit im Großen und Ganzen echt zufrieden, weil ich auch einen kleinen Rückschritt gemacht habe. Ich habe gemerkt, gerade hier bei meinem Deathdread, der halt leider gerade auseinanderfällt, wo ich versucht habe, zu viel auf die Details zu achten, dass es da irgendwann einfach keinen Spaß mehr gemacht hat, erstens das anzumalen und am Ende des Tages soll das Ganze hier auch Spaß machen und das halt so zu kleinlich wurde. Ich meine, da kommt am Ende so viel Argrax drüber, dass sich das eh irgendwie alles verschwimmt am Ende des Tages. Aber das gucken wir uns gleich an. Erstmal mache ich jetzt den Ork ready und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt hier vorne an der Rakete noch ein bisschen weiß, genau wie am Kragen von der Jacke. Ich muss sagen, dieser Ork sieht übrigens sehr, sehr, sehr cool aus. Die Zähne werden noch weißer, wenn das Ganze richtig getrocknet ist. Und ja, dann kommt da eine Menge, Menge, Menge Argrax drüber. Das regelt dann den Rest und dann kriegt das Ganze noch so ein bisschen Textur. Und ihr wisst ja, ich liebe das Ganze. Ich bin aber tatsächlich bis jetzt sehr zufrieden. Er ist sehr simpel. So, ne? Also schon sehr, sehr, sehr simpel. Unterscheidet sich vom Boxart doch. Ich glaube, da sind es nämlich Death Skulls, wenn ich mich nicht irre. Na, weiß ich gerade gar nicht. Aber ja,
Ich glaube, wenn der Argax drüber ist, wird der sehr schön düster aussehen und wird bei meinem nächsten Turnier auf jeden Fall ja, in die Schlacht fahren und das endlich mal bemalt. Kleiner Spoiler übrigens schon mal fürs nächste Video. Es geht mit Fahrzeugen weiter. Und dieser Buggy hier wird natürlich auch im gleichen Stil gemacht.